Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Leute hier auf YouTube. Ich habe ja sehr lange kein Video mehr hochgeladen und heute ist es mal wieder soweit. Ich werde nämlich morgen mit einer sehr großen Gruppe nach Mallorca fliegen und wir werden dort eine Woche lang Fotos machen, haben eine ziemlich große Finca angemietet da und ja, werden eine Woche lang quasi arbeiten und Urlaub miteinander verbinden. Und ich möchte euch bei der Gelegenheit einfach mal zeigen, was ich so bei einer Woche Fotoshooting-Reise mitnehmen werde. Wir haben insgesamt 5 Models dort vor Ort. Die werde ich euch auch dann natürlich noch ein bisschen vorstellen. Und ja, was wir so für eine Woche Fotoshootings in der Finca, am Strand, in der Stadt, wo auch immer. Also wir haben sehr viele Ideen, was wir alles machen wollen. Was wir dafür alles brauchen, beziehungsweise was ich dafür alles mitnehmen werde, werde ich euch jetzt einfach mal kurz zeigen. Ihr seht schon, der ganze Tisch ist hier wirklich voll belegt. Ich werde mich übrigens euch heute nicht im Video zeigen, denn ich sehe total asozial aus. Ich bin den ganzen Tag schon tierisch im Stress, weil ich, wie gesagt, packe und die ganze Zeit den Kopf voll habe, ob ich alles mitnehme oder irgendwas vergesse. Und ja, bitte entschuldigt das. Ich werde jetzt einfach mal anfangen, hier so ein bisschen euch zu zeigen, was ich so alles mitnehme. Zuallererst hier den großen Sunbouncer. Das ist, glaube ich, die Größe M. Der ist schon relativ groß und den kriegt man leider auch von der Länge her nicht leider weiter zusammengeschoben. Deswegen habe ich mir hier so einen länglichen Koffer besorgt. Habe das vorher mit der Fluggesellschaft abgeklärt. Das funktioniert soweit alles. Und genau. Dann habe ich hier drüben noch einen kleineren Sunbouncer. Das ist so ein runder. Der heißt dann nicht Sunbouncer, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Dahinter steht noch eine faltbare Umkleidekabine für die Models, dass sie sich dann am Strand auch so weiter und so weiter umziehen können. Dahinter ist noch, das ist eine Steadicam. Das ist so ein Ausgleichsgewicht quasi, wenn ich mit der Videokamera dann rumlaufe, dass ich da verwacklungsfreie Bilder hinbekomme. Hier seht ihr 3 Lichtstative. Ganz normale Stative, nichts Großes dahinter. Dahinter sind 2 Softboxen, die ich mitnehmen werde. Das sind 2 Octa-Boxen. Ja, ganz normale Softboxen würden es auch tun. Das ist scheißegal eigentlich. Hier habe ich in dieser großen Tasche schon drin einen extrem großen, ja, wie heißt das? Das heißt ja dann irgendwie nicht Diffusor, wenn es, das ist so ein 2x1 Meter großer, ich nenne es einfach jetzt Diffusor. Das ist einfach ein großer Rahmen, wie ähnlich wie der Sunbouncer. Dazwischen wird dann halt so eine Diffusor, so ein Diffusortuch dazwischen gespannt, den wir dann einfach in die Sonne halten können, damit wir keine harten Schatten haben auf den Models. Hier liegt noch mein Rucksack, der wird als Handgepäck dann mitgenommen und dann geht es hier weiter auf dem Tisch. Hier haben wir noch mein MacBook, nehme ich mit externer Festplatte natürlich. Hier hinten haben wir mein Zeichentablett, was ich mitnehme, damit ich dann auch vor Ort gleich Bilder bearbeiten kann. Was haben wir hier noch? Dahinter USB-Kabel, damit ich direkt von der Kamera in den Rechner auch schießen kann bei den Fotoshootings. Dann habe ich hier 4 Akku-Ladegeräte, habe ich mir noch besorgt bei Amazon für relativ günstiges Geld, weil ich keine Studioblitze mitnehme, sondern nur mit Aufsteckblitzen fotografieren werde. Ich habe lange überlegt, wie ich es mache, aber ich bin dann aus wirtschaftlichen Gründen auch zu dem Schluss gekommen, dass ich mir keine Studioblitze noch besorgen werde, die dann so einen Akku hinten drin haben. Ist ja jetzt aktuell gerade im Kommen, dass sowas populär wird, aber da habe ich einfach jetzt auch nicht das Geld für ausgeben wollen, das für diese Reise dann auch auszugeben. Deswegen werden wir alles mit ja, Aufsteckblitzen machen. Von der Leistung her müssen wir mal gucken, ob es ausreicht. Wahrscheinlich direkt gegen die Sonne fotografieren wird ein bisschen schwierig. Da müssen wir mal gucken. Aber wir haben auf jeden Fall genug Licht dort vor Ort, um alles hinzukriegen. Und außerdem sind die ja in dem HSS-Modus nutzbar. Das heißt, wir können super schnelle Synchronisationszeiten erreichen, was mit normalen Studioblitzen auch nicht möglich wäre. Von daher denke ich mal, dass das eine ganz gute Wahl ist. Dann haben wir hier noch Objektive. Hier ist jetzt gerade das 14-24 und das 70-200. Das 24-70 habe ich hier noch auf meiner Kamera drauf. Da ist die D800. Da hinten ist noch die D5300. Die habe ich mir letztens neu gekauft, damit ich eigentlich dann damit die Videos machen kann. Ich drehe jetzt gerade mit meinem iPhone, deswegen ist die Qualität wahrscheinlich nicht ganz so gut. Hier haben wir noch die GoPro. Die nehme ich auch mit für so ein paar ja, Behind-the-Scenes und so weiter. Aufladegeräte für die Kameras. Speicherkarten habe ich mir nochmal ein paar extra welche gekauft. Hier seht ihr noch meinen Funkauslöser. Kartenlesegerät haben wir hier noch. Eine Videoleuchte, LED-Videoleuchte, damit ich dort auch Videos drehen kann. Lauter so kleine Sachen hier. Und so ein Adapter für Strom und USB. Auch ganz wichtig, brauche ich unbedingt.
Das hier ist noch so ein kleines Werkzeug, wo ich dann ein paar Sachen mit feststellen kann. Visitenkarten habe ich dabei, Ersatzakku. Stromverteiler, ganz wichtig, wenn ihr verreist, nehmt immer so ein, nicht Stromadapter, nehmt immer so ein Verteiler hier mit, weil es immer zu wenig Steckdosen gibt. Und gerade jetzt, wenn ich so mit vier diesen Aufladegeräten hier dann arbeite und dann kommen hier noch zwei Aufladegeräte mit dazu. Ihr seht schon, es wird auf jeden Fall sehr viel Strom benötigt. Dann habe ich hier ganz viele Akkus. Ja, keine Ahnung, wie viele das insgesamt sind. Ich glaube 30 Stück oder so. Normale Batterien für meine Auslöser. Meine Auslöser sind übrigens hier. Ich fotografiere mit den Pocket Wizards. Genau, die habt ihr aber auch, denke ich mal, auch schon mal gesehen. Gaffer-Tape nehme ich auf jeden Fall immer noch mit. Ist auch ganz wichtig. Braucht man immer wieder. Hier habe ich noch mein Mikrofon für meine Kamera, wenn ich Videos drehe. Was haben wir hier noch? So, ja, so ein paar ganz normale Klemmen. Kennt man so aus dem Studio normalerweise, wenn man den Hintergrund festklemmen will. Aber vielleicht klemmen wir auch mal was anderes fest, wer weiß. Den Manfrotto Magic Arm habe ich noch mit dabei, falls ich mal meine Kamera irgendwo installieren möchte, wo man jetzt kein normales Stativ aufbauen kann. Ich weiß nicht, ob ihr auf meinem anderen Kanal das Follow Me Around über Dubai gesehen habt. Da nutze ich diesen Magic Arm ganz oft, wenn ich auf Gebäuden drauf bin, damit ich dann so quasi 90 Grad nach unten fotografieren kann. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, klickt auf jeden Fall mal auf diese Videos. Die habe ich auch auf meinem Fotokanal, müssten die irgendwo auch verlinkt sein. Wenn nicht, ich packe es auf jeden Fall nochmal unten in die Beschreibung rein. Eine Taschenlampe nehme ich mit, dann habe ich so einen Gorilla-Pod oder wie auch immer diese Dinge heißen. Auch einfach, um die Kamera dann überall festmachen zu können. Dann habe ich hier von Carl Zeiss das Reinigungskit mit so einem Spray, mit so einem Mikrofasertuch und so weiter. Hier nochmal so ein Blasebalg, damit ich den Sand dann wieder abkratzen kann. Filter habe ich hier noch eine ganze Menge rumliegen, inklusive Halterung. Hier ist noch ein 50mm Objektiv drin. Hier, das sind nur, die sind noch leere Taschen, hier kommen die Blitze nachher noch rein. Dann habe ich hier noch mein Manfrotto Stativ, einfach für die Kamera. Und hier nochmal ein kleines Reisestativ von Manfrotto und ein, ja, Monopod heißen die Dinger, ja. Ich habe jetzt gerade noch zugelegt, gab es irgendwie für 20 Euro oder so. Günstiges Geld, einfach mal mitgenommen. Schirmneiger habe ich hier noch. Wenn ich meine Blitze dann auf die Stative packen möchte, dann mit Schirmneigern hier noch. Von Noroflex gibt es hier noch so ein, ja, es nennt sich Survival Kit. Da sind alle möglichen Sachen drin, um eine Kamera überall, wo ihr möchtet, festzumachen. An Fenstern, an Türen, auf Bäumen, was auch immer. Also da gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Diesen Flashband habe ich hier noch mit dabei, den kennt ihr auch schon aus meinem What's in my Bag Video. Da habe ich den schon mal vorgestellt. Was jetzt hier noch fehlt, sind, ich habe noch zwei Reflektorschirme mit goldener Farbe, die werde ich noch einpacken. Fällt mir gerade noch so auf, gut, dass ich das Video gemacht habe. Die hätte ich sonst wahrscheinlich vergessen. Genau, und ansonsten, ja, hier hinten habe ich noch so eine Folie, ihr kennt, weiß ich nicht, wie heißen die Dinger denn, Luftkissen, Folie oder was auch immer, damit ich dann meine Stative hier noch ein bisschen einpacken kann, damit die dann auch auf dem Flug nicht kaputt gehen. Ja, davor habe ich ein bisschen Sorge. Aber ich denke mal, dass das schon ausreichend gesichert ist hier. Ja, das war soweit alles, was ich mitnehme, zumindest vom Equipment her. Ich werde natürlich noch ein paar Klamotten einpacken. Mal gucken, wenn ich jetzt den Koffer voll mache, wie viele Klamotten ich da überhaupt noch reinkriege. Wenn nicht, dann nehme ich einfach nur eine Badehose mit. Reicht ja auch, wir haben ja einen Pool. Und ansonsten, ja, wenn ihr Fragen habt, postet sie einfach unter die Kommentare. Ihr seht, ich bin total aufgeregt, weil ich wirklich Schiss habe, dass ich irgendwas vergessen habe. Aber ich denke mal, ich habe jetzt eine Liste gemacht, ich denke mal, das ist jetzt alles soweit, zumindest das Wichtigste, alles, was man dort nicht kaufen kann oder nur sehr schwer, drin ist im Koffer. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, postet sie in die Kommentare. Es wird jetzt auf jeden Fall zu der Reise noch einige Videos geben, da wird auf jeden Fall noch was passieren. Und ja, ich hoffe, ihr belebt diesen Channel mit mir zusammen wieder ein bisschen, denn die letzten 3 Monate war es ja wirklich sehr ruhig. Aber das wird sich jetzt wieder ändern. Also, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.